Hallo und willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Wir waren in der letzten Folge bei unserer Anlage hier unten. Die habe ich noch etwas weitergebaut. Wie seht, die Energiezellen habe ich hier alle schon fertig dran gebaut. Und ich habe hier oben noch eine Reihe Energiezellen. Also weitere Energiezellen. Und die werden hier in der Mitte dann auch verbunden. Oben nochmal eine Leitung drüber. Das hatten wir ja auch. In der Mitte hat sich dann ausgezahlt, noch eine Reihe zu machen. Da haben wir jede Menge Speicher. Also produzieren tun wir ja nicht so viel. Das sind ja jetzt 4, 5, 6, 8. Also 16 Engines. So viel ist das ja nicht, aber wir haben jede Menge Speicher und darum geht es mir eigentlich. Wie schnell die laden, ist mir eigentlich egal, aber viel Speicher, das heißt, wenn wir was brauchen, dann haben wir das sicher für ewig, können wir hier Bitcraft Energie abzapfen. Weißt du, ein bisschen weniger drin? Na, okay. Schalten wir mal die Anlage an, dann läuft das hier und die Energiezellen werden natürlich wieder geladen. Jetzt müsste die auch geladen werden. Genau, und voll ist sie. Das werden wir natürlich auch noch automatisieren, dass die automatisch angeht, sofern die Energiezellen leerer sind. Aber vorerst mal mache ich das manuell, da werde ich dann ein schönes Computercraft-Programm schreiben. Die schön ansteuern, da habe ich schon einen Plan, wie ich das machen werde. Also ihr seht, 16, dann haben wir 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Energiezellen, also da kommen wir schon lange hin. Das ist auch gut so, weil wir werden die auch brauchen, beziehungsweise ich hasse das, wenn andauernd irgendwelche Maschinen laufen, so haben wir jede Menge Speicher und brauchen die Maschine nur ab und zu mal einschalten. Und ich will das auch so machen, dass die dann nur laden, wenn wir, ja, gerade nicht online sind und Let's Play. So, warum läuft ihr hier? Was wird verbraucht hier so Schönes? 10 Megajoule. Okay, dann kommst du weg und du weg. Und du weg und du weg. Können ja die Energieversorgung jetzt wieder abreißen, die brauchen wir ja nicht mehr hier. Das habe ich ja schon gesagt. Wobei die ein bisschen weil hier noch lassen, aus dem Grund, weil wir ja hier noch die ganzen Geräte drauf hängen haben. Deswegen werde ich das noch lassen. Aber die Deserec kommen jetzt an unsere andere Anlage dran geschlossen. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt am besten, wenn ich sie hier anschließe? Ist auch blöd. Also es ist schon ziemlich eng hier, ne, in dem Raum. Kommst du runter, dann landest genau hier. Boom. Oh. Ich denke mal, ich mache hier die ganzen Tesseracts hin. Da werden ja noch mehr werden. Und hier oben. So, wir haben ja noch Energiezellen, ne? Also hier auch theoretisch. Ne, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen ja nur eine mit 10 Megajoule. Die anderen sollen ja alle 100 Megajoule fassen können. Dann lassen wir das so. Hier so und da oben verbunden dann einfach mal vorerst so. Weg da. Hier sagen wir Output 10 Megajoule und ohne. Denkst, das passt. Dann haben wir hier 10 Megajoule. Ohne Signal aktivieren und hier nur senden. Send only, genau. Hier dasselbe auch, nur senden, aber 100 Megajoule. Und hier dasselbe nochmal, auch 100 Megajoule. Und nur senden, okay. Gut. Das heißt, ihr müsst jetzt alle senden. Und hier müssten sich eigentlich einige schon leeren, ne? Schätze ich mal, oder auch nicht. Okay, normalerweise schon. Weil die Farmen brauchen ja generell schon Leistung. Senden. Senden, senden. Okay, vielleicht haben die noch so viel internen Speicher? Nee, auch nicht.
Gute Frage, gute Frage. Okay, ich weiß schon, warum nicht. Hier oben ist auch noch einer hin. Zack. Dann wird die Sala wahrscheinlich schon anders aussehen, oder? Oder auch nicht. Oder verbrauche ich echt gerade momentan gar nichts? Was mir natürlich neu wäre. Welcher Output? Output, das passt ja. Input 11 Megajoule, das passt auch. Wobei hier können wir 100 Megajoule brauchen, ist ja egal, wir haben ja genug. Naja, lassen wir es mal. Wird schon funktionieren. Jetzt gehen wir mal schlafen. Schauen wir einfach bei den Farmen vorbei. Ach du Menno, geht der. Ja, hier ist halt schon ziemlich viel drin, weil ja mittlerweile die 151 und die 16 rauskommen und ich halt mich mal auf der 147 spiel. So. Die Farm hat kein Fertilizer. Darum. Und das Minecraft fährt irgendwie nicht, habe ich gemerkt. Weil, wo bin ich denn jetzt? Ganz falsch. Nein. Wohin wollte ich jetzt? Kann mir einer sagen, wo ich nicht wollte? Als höher, genau dahin wollte ich. Hier wollte ich hin und zwar wollte ich Fertilizer. Werfte mal zwei Stack noch. Irgendwie passt mir das gerade nicht, weil. So, die arbeitet, okay. Aber haben wir ehrlich jetzt ohne Scherz? Dort haben wir ja. Warum beförderst du da nicht nach hier? Achso, vielleicht befördert er wirklich nur nach, wenn er die Anzahl hat. Ja, okay, also er braucht immer die gewisse Anzahl, damit er nach befördert. Ist natürlich auch blöd. Gut, hier ist jede Menge Rot, das passt dann so. Das heißt, wir haben dann jede Menge Rohstoffe. Zack. So, was wir jetzt machen werden, ist folgendermaßen. Ich habe mir noch was überlegt. Zwar brauchen wir noch einen, nicht Pulverisierer, sondern Furnace. Nee. Machen wir das alles über. Ja, machen wir einfach. Wie heißt denn der jetzt? Der Bauer Furnace. Bauer Furnace. Da ist er. Also Frame-Maschine und Redstone-Dingsbums-Style da. Frame haben wir noch, ja. Und dieses Redstone-Dingsbums-Style da haben wir nicht mehr, okay. Das ging, ich glaube, Redstone und Gold. Ja, ein bisschen weiß ich noch. Ihr seht, wir haben jede Menge Redstone verbraucht. Wir hatten ja über 1000, aber nachdem wir ja die ganze, oder ich die ganze Energiezellen gemacht habe, ist nicht mehr viel übrig geblieben. So, Gold. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da zwei brauchen werde. Mal kurz überlegen. Einmal Stein. Irgendwas habe ich noch gesagt, ein zweites. Aber das machen wir, wenn wir es brauchen. Ich weiß jetzt echt nicht mehr. So, dann brauchen wir Brick. Zweimal Brick. Den hier. Ich glaube, der war unten. Genau, dann Redstone oben drüber. Und da unten war Kupfer, oder? Genau. Ein bisschen Kupfer. Irgendwie schmilzt das auch nicht alles ein, oder bin ich nur. Irgendwas passt hier nicht. Ich habe Ihnen ja gesagt, das soll alles Kupfer einschmelzen. Oder habe ich das schon dazu bekommen? Jetzt werden wir jetzt gleich mal noch die Anlage mal starten. Ich glaube, ich habe die deaktiviert hinten. Aber wir nehmen noch ein paar Sachen mit. Zwar, was ich noch brauchen werde, ist. Ich hoffe, ich habe die noch oder habe ich die nicht? Storage? Nee, die nicht.
auch die, die überwachen, wie viel wir im Lager haben, die hier. Eigentlich brauche ich zwei davon. Wo sind die jetzt hin? Da. Also ich habe noch Anzahl sortiert, okay. Importpass brauchen wir auch zwei, das ja, so circa, und Exportpass. Exportpass, craften wir mal 10 Stück davon. Zehn Stück müssten dann hier sein. Fünf Stück nehmen wir mal mit im E-Kabel. 16, ja, craften wir mal 64 noch nach. Wenn das für dich möglich ist. Gut, dann gehen wir mal schauen und mal die Anlage in Betrieb nehmen, die wir da hinten gebaut haben, mit unserer super tollen Geheimtür. Zack, zack, geht auf. Einfach mal aktivieren alle zusammen und mal gucken, ob sich da was tut oder nicht. Ah, jetzt, okay. Hier Eisen, hier Lied. Okay, jetzt schmelzt er weiter, gut. Eigentlich hatte den durchgehend laufen, aber hat nicht viel gebracht anscheinend. Der passt auch noch, ja. Wobei, hier haben wir einen Pulverisierer. Ne, den brauche ich nicht. Wir werden hier hinten da, ja. Hier einfach mal den Bauerfurnace aufstellen. Einfach, wie weit sind wir hier vor? Zwei. Doch mal hier. Eins, zwei, zwei, so. Der braucht natürlich wieder Bauer. Die bekommt er von hinten. Ja, von hinten. Oder von der Rückseite, damit sich nicht so blöd anhört. Das war jetzt natürlich falsch. Ich muss da entlang. Bei falsch war es auch nicht, weil ich brauche das sowieso. Ja. Zack, runter. Geht das aus? Ja. Steinziegel. Da haben wir eingesperrt. Das wollte ich auch nicht. Und hier müssen wir Applied Energistic noch anschließen. Hier runter am besten. Denn wir werden hier auch ein bisschen automatisieren. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich noch bräuchte. Ist mir gerade eingefallen, was ich noch brauchen werde. Und zwar hier entlang. Ich gehe es gleich holen, bevor ich es wieder vergesse. Da brauche ich noch einen Automatic Crafting Table. Oder zwei bis. Ja, machen wir zwei. Wie gehen die? Automatic Crafting Table. Okay. Wooden Gear. Okay, haben wir noch. Und ein Crafting Table in der Mitte war das, oder? Wenn ich mich noch erinnern kann, werden wir gleich sehen. Zwei Stück und dann brauche ich noch die ME Interfaces. Da brauche ich zwei Stück, kräfte mir vier Stück davon. Drei, okay, das heißt, ihm fehlt noch irgendwas. Und was ihm fehlt, sehen wir hier, und zwar die Basic Circles. Wie gingen die denn nochmal? Gold und Silikon. Also Gold und unterhalb Silikon. Silikon bekommen wir aus dem Dust hier, Quarzdust. Wenn man das in den Ofen tut, zack, zack. Kommen wir Silikon, das kommt hier drunter. Und wir brauchen unbedingt noch Gold. Oh, da haben wir ja noch ein bisschen was, haben wir noch an Gold. Viel ist es auch nicht. Aber immerhin. So, du hier rein. Okay, jetzt fehlt in das Silikon. Was wir hier drin haben. So, Silikon, das. Oh, und Redstone.
18, so, 20. Dann hat er wieder was zu tun, eine Zeit lang. Das können wir auch eigentlich automatisieren, dass er das als Crafting-Rezept macht. Wäre ja gar nicht mal so blöd, ne? Weil das brauchen wir eh immer wieder. So, und fertig gecraftet. Automatic Crafting Table haben wir, Interface haben wir. Diese Redstone Pipes soll ich noch brauchen. Die Energie Pipes, aber die haben wir nicht mehr. Das heißt, Kupfer und hartes Glas war das. Ich glaube, oder? Nee. Dann war es Kupfer und zu hartes Glas. Nee. Dann war es Lead. Okay, dann gucke ich noch. Elektrium, ach, Männer, auf das wäre ich als letztes gekommen. So. Und hier. Zack, machen wir gleich einen ganzen Stack. Hier rein. Und natürlich wieder Redstone. Ein Stack. Oder machen wir gleich zwei Stack. Ich habe ja einen Hopper drauf gemacht, weil das etwas für die Energiezellen lästig war, die ganze Zeit die Energiezellen hier rein zu tun. So. Ach, Menno. Warum ich da eigentlich immer reinlaufe? Muss ich mal ändern, dass ich hier nicht immer reinlaufe. Zack. Mal kurz lauter schalten hier. Ich hatte das relativ leise hier an meine Kopfhörer. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das ganze System hier, wie ich das bauen wollte. Zwar folgendermaßen. Ich muss hier sagen, auf der linken Seite sowohl, so mal alles zumachen, auf der rechten Seite kommt mal Input oder ne, oben drüber. Oben, ja, das haben wir drüben auch, jetzt machen wir oben Input. Und auf der rechten Seite machen wir Output, das passt. Dann kommt hier ein Import-Pass hin. Zack, das passt. Oben und auf der Seite Export-Pass. Das passt auch. Und wir brauchen zweimal das da. Zwar einmal kommt hier hin und einmal hier hin. Da steuern wir jetzt die ganze Sachlage dann an. So. So. Der da unten muss angesteuert werden und den können wir hier oben drüber steuern. Zack. Schaut witzig aus. Was hat das für einen Zweck? Und zwar damit steuern wir gleich zwei Sachen. Zwar hier sagen wir, zack, ist da mehr als 1500 oder weniger als 1500, sind ja ein Signal. Das heißt, hast du kein Signal, dann du hier. Nee, warte mal, Stone Brick wollte ich nicht rein. Stein wollte ich rein tun. Jetzt habe ich keinen Stein, deswegen müssen wir uns einen durchmachen, den wir hier sagen. So. Eins rein. Macht er mir einen Stein? Genau, da wollte ich sagen. Haben wir weniger als wie 1000 Stein? Du kommst hier raus. Nee, doch. So, das. Jetzt haben wir es bald mal. Ein Stick rein. Also, genau. Haben wir weniger als mit 1500 Stein, sendet er kein Signal. Und wenn der sagt kein Signal, dann ja, schmeißt er hier Stein rein, bis der sagt, wir haben genug und gibt den Rest noch Signal. So war das geplant. Dasselbe hier hin, ne, auf der Seite hier nochmal, oben, hier oben auch nochmal, und zwar mit, ja, mit was? Mit was? Mit was? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich bin wohl doof, ey. Na okay, dann machen wir weiter, und zwar auf der Seite hier kommt ein Automatic Crafting Table und daneben kommt ein Interface. Zack.
Und auf der Rückseite kommt wieder ein Exportpass, der da irgendwie mit dem connected hier. So. Importpass meine ich, nicht Export. Importpass. Der kommt dann hier. Ah, das geht hier so. Hier drauf. Und drehen. Und hier unten ein Kabel entlang, damit sich die auch verbinden. Gut. Über den. Ach, Menno. Kann man wegmachen hier. Theoretisch verbindet er sich eh über das Interface, aber machen wir mal so lieber auch noch. Sicher ist sicher, sagt man so schön. So, gut. Und dann schauen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann.